Guten Morgen. Jeder weiß es, wir handeln fast den ganzen Tag wie Automaten. Unsere Entscheidungen sind vordefiniert und wir reagieren in erster Instanz auf äußere Einflussfaktoren immer gleich. Wie können wir dann erwarten, überhaupt eine Möglichkeit zu haben, ein bewussteres Leben anzustreben oder überhaupt ein bewusstes Leben anzustreben? So rum. Da heute eine praktische Übung, die verschiedenartig angewendet werden kann, aber wenn einmal im Kopf verankert, dafür sorgt, dass ihr echt lebt und nicht nach 15 Jahren erkennt, dass ihr seit 15 Jahren denselben Scheiß macht und ihn eigentlich gar nicht machen wollt. Also nochmal das Grundprinzip. Wenn ein Ereignis kommt, wie zum Beispiel, dass ein großer Heißluftballon am Himmel über uns schwebt, wird der Großteil von euch, inklusive mir, wenn wir mit unserem oder irgendeinem Kind spazieren gehen, den Arm heben und Worte sprechen wie: Schau doch mal am Himmel ein Ballon. Das ist keine bewusste Aktion, sondern das läuft vollkommen automatisch ab. Bewusst wäre, wenn wir einen Ballon sehen und dann darüber nachdenken würden, was wir mit dieser Situation denn jetzt eigentlich anfangen wollen. Aber die Situation ist für unser Gehirn viel zu trivial. Er erkennt diese Situation schon als gelöst an und hat ja eben die passende Reaktion in dem entsprechenden Umfeld. Ja, hier wäre das jetzt zum Beispiel: Ich gehe mit dem Kind spazieren und dann ist eben das Armheben und sagt: Schau mal, ein Ballon. Purer Automatismus und hat nichts mit einem bewussten Leben zu tun. An der Stelle nochmal. Wir reden hier von Bewusstheit und nicht Bewusstsein. Wer den Unterschied noch nicht kennt und diesen wissen will und auch wissen will, wie ich diese beiden Begriffe in meinem Leben einordne bzw. das, was mit diesen Begriffen assoziiert ist, den empfehle ich das Video hier oben in den Infokarten. So, wir sind also in dieser Situation und sind uns nicht bewusst der Handlung, die wir ausüben, sondern agieren komplett automatisiert. Genauso wie wir auch im Auto nicht mehr nachdenken, wenn wir quasi das Gefährt bremsen wollen. Da müssen wir auch nicht mal nachdenken und sagen: Okay, wir müssen auf die mittlere Pedale treten, sondern wir treten einfach drauf. Auch so ein Beispiel. So, und so geht es uns ja, mit sehr, sehr vielen Situationen im Alltag, dass wir gar nicht mehr darüber direkt reflektieren. Wir leben einfach so vor uns hin, so wie wir konditioniert sind und wie wir auch trainiert worden sind. Leider ist dies oft nicht der Natur entsprechend und entsprechend auch ungesund. Es entsteht vielfach Leid, wo überhaupt kein Leid da ist. Siehe dazu auch meine kleine Videoreihe zum Thema Leid oben in Infokarten. Also wie können wir nun raus aus diesem Automatismus? Ja klar, wir können ständig versuchen, bewusst unser Handeln steuern zu wollen. Probiert dies aus. Das haltet ihr wahrscheinlich nicht mal einen Tag aus. Mein Ansatz, den ich euch heute vorstelle, der ist viel einfacher. Und einmal Intus kann auch beliebig auf viele unterschiedliche Situationen im Alltag angewendet werden. Und das Tolle daran ist: Er macht Spaß. Agiert anders. Mehr müsst ihr euch nicht merken. Agiert anders. Wenn euch jemand die Hand gibt, dann gebt mal nicht die Hand zurück, sondern sagt einfach nur: Hallo. Wenn euch etwas runterfällt, dann lacht ihr, anstatt euch zu ärgern. Wenn ihr die Tür aufschließen wollt, dann dreht euch einfach mal vorher im Kreis. Wenn ihr aufsteht, dann haut einfach mal gegen euren Bettpfosten. Wenn ihr etwas sagen wollt, dann sagt einfach mal nichts. Und wenn ihr auf der Straße lauft, denkt einfach mal daran, dass jetzt die Welt untergehen wird. Also nur dann, wenn ihr das nicht sonst auch denken würdet. Es ist erstmal komplett egal, was ihr tut. Versucht nicht irgendwie positiv oder negativ zu reagieren oder gewalttätig oder besonders friedliebend, gottesfürchtig oder weltoffen. Es macht erstmal überhaupt keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, was man ändert. Sondern ihr ändert euch einfach. Agiert anders. Macht etwas anders als vorher. Schlagt dem Automatismus ein Schnäppchen. Zeigt, dass ihr fähig seid, bewusst eure erlernten Handlungen zu unterbrechen. Das ist der Schlüssel. Agiert anders. Damit schafft ihr ein neuronales Netz, an das ihr euch immer wieder am Anfang erinnern müsst und dann eben automatisch werdet, anders zu agieren. In der Phase dieses Experimentierens werdet ihr interessante Erfahrungen machen und ihr werdet darüber nachdenken und ihr werdet euch bewusst, wie ja, eigenartig oder suboptimal einige Reaktionen sind. Eventuell gibt es sogar Sachen, die euch mit wenig Aufwand viel zufriedener machen oder andere Menschen zufriedener machen. Learning by doing, Mut zu Fehlern und Mut zum Anderssein. In unserem Beispiel hat man ja vielleicht einfach mal dem Kind nicht den Heißluftballon gezeigt. Das war so die Reaktion gewesen. Das war so zeigen und man stoppt halt davor und zeigt eigentlich einfach dem Kind nicht den Heißluftballon und sagt einfach gar nichts. Anders agieren.
Ja, und dann hat das Kind in der Situation dann ja ihn selber gesehen und man reflektiert dann darüber, über die Situation und wie sinnvoller das eigentlich ist, dem Kind ja dieses Erfolgserlebnis, dieses Entdecken ja, zu gönnen, so dass es selbstständig die Welt entdeckt und ja, und man schenkt dem Kind dadurch die Freude, wenn er das selbst entdeckt hat, ja, und sich und sein Mitteilungsbedürfnis quasi zurücksteckt. Ja, oder man zieht eben die gegenteilige Erkenntnis und sagt, nee, das ist für mich wichtig, dass ich allen das zeige und so weiter und die Freude des Kindes nehme. Vielleicht kann man das Kind ja auch nicht leiden. Na, dann zeigt man den Ballon vielleicht deshalb nicht und sagt, hey, das hat nicht die Freude gehabt, weil es das selber auch nicht gesehen hat. Aber das sind Sachen, ja, wo man dann reflektieren kann. Fakt ist, man bekommt durch die Handlung, die anders ist, ja, ein bewusstes Mindset und das auf eine spielerische Art und Weise. Man kann total lange überlegen, wie man ein Musikstück komponieren will, welche Stimmung es hat, welche Akzente man setzt, welche Pausen und so weiter. Aber man kann so einfach nur an die Tasten setzen oder an die Saiten und ja wild drauf rumdödeln und irgendwann kommt man dann der Sache, also dem Song, näher. Nichts anderes macht ihr, wenn ihr eure Reaktion ändert und dann darüber klar werdet, was ihr getan habt. Eine Bewusstheit entwickelt sich bezüglich eurer Handlungen. Ja, und diese wird aber auch nicht entstehen, wenn ihr ja, stringent zu euren bisherigen Erfahrungen und auch Prägungen ja, handeln würdet. Die Welt ändert sich sekündlich. Wenn ihr eins mit der Natur sein wollt, dann müsst ihr mitschwingen. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr alten Mustern folgt. Das ist aber das, was das Gehirn macht. Es pfropft alles in Muster. So funktioniert unser Gehirn. Daher brecht aus und agiert anders. Werdet euch euren wirklichen Wünschen bewusst und hinterfragt euer Handeln und schaut, ja, was andersartiges Handeln bezüglich eurer Wünsche leistet oder eben auch nicht leistet. Vielleicht merkt ihr, dass ein Schlagen an dem Bettpfosten früh euch fitter in den Tag starten lässt, dass ein Drehen vor dem Türe aufschließen euch fröhlicher in eure unaufgeräumte Wohnung kommen lasst und wenn ihr auf der Straße ja, daran denkt, wie die Welt untergeht, dass ihr plötzlich die Schönheit der Natur viel, viel intensiver wahrnehmt. Oder ihr erfahrt, dass dies alles weniger toll ist. Aber ihr probiert euch aus, nehmt Möglichkeiten wahr und verharrt nicht auf der Stelle. Ihr fließt mit dem Leben, wenn ihr das so macht, wie ein Vogel im Wind oder eine Ratte auf der Suche nach Nahrung. Ihr seid frei in euren Handlungen. Ihr seid ja wie ein Kind auf der Suche nach neuen faszinierenden Erkenntnissen. Ihr seid Leben. Springt runter vom monotonen Zug des Lebens, der zwar recht sicher, aber auch langweilig ist. Fangt an anders zu agieren, fangt damit gleich in den Kommentaren an oder wenn ihr das nächste Mal aufsteht, es ist euer Leben. Probiert heute mal 5 Dinge anders zu machen, einfach so ohne nachdenken, warum ihr die Dinge anders macht. Einfach leben, einfach mal fließen lassen und dann schauen, was dabei rauskommt. Ich liebe euch und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.